Hallo zusammen. Kleines Ankündigungsvideo. Zunächst einmal, ich bin dieses Wochenende jetzt nicht da. Also ihr seht es jetzt am Freitag, dem 13. Ey, ist Freitag der 13. Cool. Weil ich bin, ich war zu meiner Freundin, ich bin das Wochenende nicht da. Und es gibt keine Videos in der Zeit. Aber dafür jetzt ein anderes Video. Draußen hupen die Leute wieder mal. Heute in einer Woche, sprich am 20.06. Wird es wieder ein Livestream von mir geben. Uhrzeit. Habe ich mir noch gar nicht überlegt. 15 Uhr sagen wir mal. Und 15.30 Uhr fange ich dann an zu spielen. Also in der ersten halben Stunde gibt es dann wieder nur Musik und so. Es wird aber eventuell vorerst der letzte sein. Also Grund ist folgender. Die letzten drei Livestreams, ne, waren für den Arsch. Muss man einfach so sagen. Also der Mai, April und März. Die drei Livestreams waren für den Arsch. Weil im April war es einfach kacke. Hitbox hat nicht gut funktioniert. Also Hitbox hat damals so gut wie gar nicht funktioniert. Und da bin ich die ganze Zeit zwischen Twitch und Hitbox hin und her gesprungen. Das war scheiße. Da habe ich Abhilfe geschaffen, ne? Oder werde ich insofern Abhilfe schaffen. Wenn ich dieses Stream, ist Online-Video, hochgeladen habe, heute in einer Woche, dann packe ich schon direkt den Twitch-Stream-Link mit rein. Das heißt, wenn Hitbox nicht funktioniert, ne, dann streame ich auf Twitch. Das heißt, wenn ihr auf den Link geht von Hitbox, ne, und da steht, where is offline, bla bla bla, beziehungsweise ihr habt kein Bild und hört nur meine Stimme, was durchaus passieren kann, was nicht das erste Mal wäre, dann werde ich auf Twitch wechseln und ich werde auch nicht wieder zurück zu Hitbox wechseln, wie ich das damals getan habe. Ja. Der vorletzte Stream, der aus April müsste das dann gewesen sein, genau, das war vor meinem Urlaub, da bin ich krank gewesen, was auch nicht toll war, aber das liegt halt nicht in meiner Macht, dass ich da gesund bleibe, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich krank werde, weil ich habe ja keinen Urlaub, ne, ich werde ja nur krank, wenn ich Urlaub habe, okay. Und die dritte Sache ist, vielleicht haben einige Leute von euch, oh, mein Auge juckt, scheiß Allergie, vielleicht haben einige Leute von euch den letzten Stream verfolgt, da hatte mein PC keinen Bock, da hatte Hitbox Bock, da hatte mein Körper Bock, aber mein PC hatte keinen Bock. Das ist scheiße, echt. Also ich weiß nicht, was letztes Mal mit dem los war, aber jetzt, ich nehme jetzt extra mit dem Stream-Programm auf. Ich hatte letztes Mal nicht mal die Möglichkeit, die Vorschau zu aktivieren. Also ich hab zwar schon gesehen, was da abging und so. Guck grad mal. Ja, CPU ist auch noch okay. Allerdings hatte ich keine Möglichkeit irgendwie, also es hat alles total geleckt und so. Sogar der Sound hat geleckt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Aufnahme jetzt ist. Ich könnte eigentlich mal kurz mal schauen, bin ich flüssig? Ja, sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Es scheint wieder aus irgendwelchen Gründen zu funktionieren. Ich habe nichts daran geändert, echt nicht. Wahrscheinlich hatte ich dann an dem einen Tag wirklich nur gar keinen Bock oder so. Ich kann es nicht sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich gerne den letzten Stream jetzt nochmal nachholen. Also heute in einer Woche am 20.06. Um 15 Uhr würde ich dann jetzt nochmal versuchen, einen Livestream zu machen. Falls das nicht funktionieren sollte und es hat rechnermäßige Probleme, sprich er hat wieder keinen Bock, es leckt alles total und so, dann war es das erstmal mit meinen Streams, weil dann würde ich erst wenn ich einen neuen PC habe. Ja, gut. Das war es eigentlich schon, was wir gespielt. Also ich werde den letzten Stream jetzt nachholen, weil der letzte Stream war letztendlich für den Arsch. Das war, also es, die letzten drei Streams wurden wirklich immer schlimmer. Und der letzte Stream war einfach die Krönung. Ich würde dann nochmal anfangen mit Moonstone für den Amiga. Würde dann The Darkness spielen. Also das würde ich über einen HD-Grabber machen, wie auch schon beim letzten Mal erwähnt. Da kann es unter Umständen sein, dass es vielleicht ein bisschen pixelig wird zwischendurch, wenn Fehlbewegung ist. Das liegt aber wahrscheinlich auch an meinem PC, aber das ist eine Problematik, mit der kann ich leben. Weil es läuft dann ja immer noch flüssig. Und zu guter Letzt würde ich dann mit UFO weitermachen. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass mein Rechner das durchhalten wird. Ich kann mir auch nicht erklären, warum er letztes Mal so Probleme gemacht hat. Weil jetzt hatte ich den jetzt am Wochenende auch ziemlich lange am Stück an und da hat er auch keine Probleme gemacht. Ich meine, okay, der wurde zwar im Laufe der Zeit immer ein bisschen wärmer. Auch im Ruhezustand, sag ich mal, wenn ich jetzt nichts gemacht habe. Aber im Endeffekt war es jetzt nie so, dass ich den nicht mehr benutzen konnte, so wie letztes Mal. Ich habe letztes Mal wirklich locker eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich mal ein Programm geschlossen habe, was ich aus Versehen geöffnet habe. Und das war kein großartiges Programm, war jetzt kein extra Betriebssystem oder so. Von daher, ich hoffe mal, es wird gut. Ich habe nämlich auch richtig Bock, mal wieder einen schönen Stream zu machen, wo ich einfach nur Stream starten mache und dann einfach zocke bis zum Ende. Vielleicht zwischendurch mal so ein Disconnect oder so. Okay, das nehme ich noch in Kauf. Aber ich habe keinen Bock dann immer so, ja, jetzt sehen die Leute da wieder nichts und so. Und mir geht's scheiße, ich bin müde und mein Rechner hat keinen Bock. Das ist einfach für den Arsch. Und das macht dann auch keinen Spaß mehr, wirklich. Ich finde es zwar super, wenn dann Leute immer dabei sind und so, die mir auch tatsächlich dann irgendwo die Treue halten und so hartnäckig sind, dass sie auch wirklich den ganzen Scheiß sich antun. Gerade beim letzten Stream, die Leute, die die ganze Zeit dabei waren, war schon krass. Vor allem, weil ich da auch die ersten fünf Stunden habe ich nur gelabert, weil ich nicht zocken konnte. Und dann kam mir der Christoph mit seinem Rechner und hat mir dann gegeben. Und dann konnte ich damit noch ein bisschen streamen. Und dann musste ich danach noch Spam rausschleppen. Ja. Auf jeden Fall, letztes Spiel war für den Arsch. Deswegen, nächstes Mal, nächste Woche, heute in einer Woche, würde ich nochmal gerne den Stream nachholen. Ja. Ich hoffe mal, ihr habt Zeit und seid dabei. Ich habe dann ein langes Wochenende, ist das Gute. Aber keine Angst, langes Wochenende, da sagt mein Körper nicht, ich werde krank, sondern das hebt sich schön für meine Urlaubstage auf.
Auf jeden Fall, ich habe ein langes Wochenende. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, relativ fit sein. Deswegen startet ja auch schon relativ früh der Stream. Ich werde ihn auch extra erst kurz vorm Stream anmachen, eine halbe Stunde vor oder so, damit ich vorher noch schnell eben alles einrichten kann. Und ich hoffe mal, es wird eine runde Sache. Wäre schön, wenn ihr dabei wärt, auf jeden Fall. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Dann wünsche ich euch einfach ein schönes Wochenende. Also, ne? Auch dieses Wochenende soll schön für euch sein. Und ich sage dann einfach, ja, spätestens dann bis nächste Woche Freitag vielleicht. Oder bis irgendwann mal. Also, tschüss.